So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Rayman Legends. Es geht auf zu zurück zu Origins, zurück zu Ursprüngen. Da haben wir im letzten Part ja noch ein Level freigeschalten, und zwar in der Wasserwelt. Im Sea of Serendipity, Ozean der Opportunitäten. Lol. Und da geht's auch direkt ins erste Level, flinke Flosse. Das ist ein Wasserlevel, vielleicht hat man's gemerkt. Und hier kommen wir die Fische. Yay, Wiedersehen, Videoqualität, vielleicht. Wir wissen's nicht. Bridadidadim, dadim, dadim. Didadidadim, dadim, dadim. Natürlich kenne ich das Level in- und auswendig. Na, mal gucken, ob ich mich noch überhaupt dran erinnere, an das Level hier. Aber ich dürfte mich noch dran erinnern. So, zeig mal her. Das ist... Ja, hier gibt's wieder 10 kleine Kleinlinge, die wir retten müssen. Das werden wir auch direkt machen. Was bist du denn? Was bist du denn? Ey, ruhig. Ganz ruhig, Brauner. Ja, oder Steiner, na. Lol. So. Die Haie können wir töten, das wusste ich damals nicht. Das habe ich erst im Livestream rausgefunden. Nein. Egal, da kann ich die Lila dann glaube ich auch mal verkacken. Ich glaube, wir kriegen hier ganz locker die 600 zusammen. So. Ganz vorsichtig die Münze geholt. Ach, Rayman ist ein tolles Spiel. Und da ist schon der erste. Und da hinten ist noch was. Cool. Was ist jetzt? Was? Okay. Was? Wir haben schon einen verpasst? Wieso stirbt er nicht? Warum stirbt der Typi nicht? Geil. Warte mal, mich interessiert jetzt, wo ich denn einen verpasst habe. Da schwimme ich sogar jetzt extra nochmal zurück. Wo habe ich denn einen verpasst? You were the one. I am a waggy doll. Hier, ne? Ne? Ne. Gut, wir können sogar nochmal ganz zurück. Das ist sehr gut. So. Also der muss irgendwo, ich glaube, oben bei den, bunten Fischen sein. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Lol. Da haben wir den Opernsänger geweckt. Ne, hier ist nichts. Der muss... Ah! Oh, wie fies. You da my reggae doll. You da my reggae doll. Yay. So. Haben wir genug mitgesungen hier? Ist ja kein Musikunterricht heute. Zack. Ne, heute Schwimmunterricht. Für einen guten Rayman. Gut, dann würde ich lieb gern da drüben nochmal rein, um mir den Lump zu retten. Und hoffentlich retten wir ihn dieses Mal auch. Wir müssen die gar nicht töten hier, wie ich sehe. Ach, und den töte ich nur durch eine Stampfattacke. Na gut, dann mache ich das mal hier so durch eine Dampfattacke und dann einmal so, und der muss sterben, damit wir den hier retten können. Geil. Dams, dams. So schwer? Ne, überhaupt nicht. Gut. Dann kann es ja weitergehen. Da hinten? Ne, da hinten ist nichts. Da hinten? Ne, da hinten ist auch nichts. Da hinten? Ne, da hinten ist auch nichts. Gut. Unsere Opernsänger in diesem Part. Und so gesehen kann ich den Part wirklich irgendwie was mit Opernsängern nennen. Weil das nächste Level, naja, es ist kein Opernsong, aber es ist ein Song-Level, was ich noch vorhatte in dem Part. Nämlich das Musiklevel aus der letzten Welt. Wo wir ja leider von den heimgesuchten Leveln ein bisschen zu überrascht wurden. Und dann haben wir keine Chance mehr gehabt, das Musiklevel zu machen. Leider. Aber gut, versprochen ist versprochen und das wird auch nicht gebrochen, ne? So wie das bei SpongeBob war, oder? War das überhaupt SpongeBob? Ich hab null Ahnung. Egal. Ey,
Hey, kleiner. Kleiner, großer Fisch. Kleine und große Fische. Hier sieht man das wieder am besten. Der ist nämlich klein und gleichzeitig auch noch groß. Lol. You were the one. I am a Reggae Doll. I am a Reggae Doll. Stirb! Okay, da habe ich jetzt leider die hier verkackt, aber es ist mir vollkommen egal. So, wie kriege ich denn den jetzt? You beat a Scheiße. Weißt du was? Ich mache das da drüben jetzt einfach so, wie ich denke, dass es richtig ist. You were the one. I am a Reggaeton. I am a Reggaeton. Aua. You were the one. You're not a Reggaeton. You're not a Reggaeton. Nein, so knapp! So knapp! Habt ihr das gesehen, wie knapp das war? Ja, habt ihr, ne? So, bam! Es wird, glaube ich, jetzt für euch langsam langweilig, ne? Dass ihr immer dasselbe seht, aber ist halt so bei Rayman, ne? Ist halt so. So, wenn ich jetzt die Münze bekomme, dann ist das Ausgleich. So, geil! Ja, yay! Good morning, Ricky da Boo. You be the one, you be the boo. Oh, da di da hu du. Du da di da du du. Komm ich gegen die Strömung an? Ja, ich komme sogar gegen die Strömung an. Weil ich glaube, ja, da hinten ist nichts, ne. Ne, gut. Dann kann ich wieder alles nach vorne schwimmen. Ja, die Origins Level, die kennen wir doch alle zu gut, ne? Und wir haben 400 erst. Und jetzt geht's in die Tiefen des Ozeans. Die Musik verändert sich zu so einer heiligen Musik irgendwie und naja. Ne, zu so einer mystischen Musik wohl eher. Weil unter Wasser, ne, ist ja mystisch eher. Je weiter man nach unten kommt, desto keine Ahnung, was man da findet. Desto mehr weiß man nicht, auf was man stoßen wird. Ob man es überhaupt überleben wird. Oder so, ne? Das ist natürlich dann auch so eine Sache. Deswegen ist das schon sehr interessant, was da alles so im Wasser unten ist, was da alles so gammelt. In den Schluchten, wo man nie hinkommen wird, weil, ne? Freunde, es ist schon sehr interessant, was da auf einen dann warten wird. Wenn man dann irgendwann mal hin kann, wenn die Wissenschaft dann endlich mal so weit ist. So, dann will ich euch eigentlich lieben gern alle in Lila. Dankeschön. Und jetzt wird's, glaube ich, dunkel, ne? Ne, jetzt sind wir im Riff. Yay, das Riff. Da geht's nach unten. Geil. Ach, das war der geile Bonus. Fuck. Leute, der Bonus ist der beste Bonus aller Zeiten. Und zwar in die Mitte, Stampfattacke und hui! 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 Yay! Geiler Bonus, ne? Ich liebe den Bonus, der ist so gut. Und wieder nach oben. Hunaninanunu. Das Herz will ich zuerst, dass ich das auflösen kann. Mit der Zeit. Ja geil, dann habe ich die hier verkackt, aber egal, die 600, die kriegen wir doch locker zusammen. So, der geht auch weg. Alles, was im Blasen ist, kann sich nämlich nach einer bestimmten Zeit auflösen. Und deswegen, ja, ne? Besser das sammeln. Was machen die Tentakel hier? Ah, die beschützen dich. Die beschützen dich. Genau, nee, die halten dich gefangen. Was sind das denn für Assis? Wikitamo. Weg mit euch. Gut, und jetzt würde ich eigentlich noch liebend gerne den Rest finden, weil das Level ist, glaube ich, jetzt langsam vorbei. Sag mal ja. Ah, okay, wir sind schon durch das Level so gesehen. Ja, wir sind schon durch, aber ich gucke mich liebend gerne in Leveln um.
Weil wir haben ja jetzt schon die 600 ganz chillig bekommen. Aber der Ultra hat Bock, sich das Level noch ein bisschen genauer anzugucken und mehr Lumps schaden nie. Du bist weg. Und geil, da habe ich wieder ein paar verkackt. Aber wisst ihr, wie mir das vollkommen egal ist, denn wir haben das Level gemeistert zu 100%. So. Und auch noch eine schöne Summe an Lumps mitgenommen. In 10 Minuten. Ja, ist halt ein Origins Level, ne? Origins ist kurz. Leider. Aber Origins kommt auch noch als Let's Play, Leute. Also, damit könnt ihr schon mal wetten. Habe ich jetzt eigentlich recht gut kommentiert? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe auf das Spiel geachtet. Was ich bei Rayman eigentlich fast immer mache. Weil ich da eben nicht verkacken will. Weil sonst muss ich das Level nochmal machen. Aus dem Grund, ich bin gespannt, wenn ich mir den Part nochmal angucke. Ja, ich gucke mir meine Parts eigentlich nie an. Aber vielleicht gucke ich mir den nochmal an. Oder vielleicht kriege ich mal random drauf. Und dann höre ich dort raus, dass ich gefragt habe, ob ich gut kommentiert habe. Dann gucke ich mir vielleicht den Part nochmal komplett an. Und ja, ne? Würde mich schon interessieren, ob ich das jetzt gut kommentiert habe überhaupt. Es ist mir nicht so vorgekommen. Gut, gut. Dann hätten wir das auch. Dann würde ich sagen, schließen wir eben die Welt 20.000 Lums unter dem Meer mit den guten Glu Glu. Hat das gehört? Da hat jemand Glu Glu gesagt. LOL. Musiklevel. Ich bin still und hoffe, dass ich jetzt nicht verkackt werde. Aber ich glaube, ich verkacke sowas von. Ja. Da haben wir schon den ersten verkackt. Den ersten Start und ja, geil. Episches Level kannte ich aber leider auch schon. Hat Ubisoft noch vor den Release veröffentlicht ein Video zu den Level. Ubisoft, Mensch! Egal, 300 haben wir ganz locker zusammenbekommen und ja, ich kann mich nicht beschweren. Geiles Level, definitiv. Und wer sich das Spiel immer noch nicht gekauft hat, ich kann nur eine Kaufempfehlung ausgeben. Glu glu! Richtig gutes Spiel. Unglaublich, du hast die Welt von Albtraum befreit. Du hast diese 5 Glückslose wirklich verdient. Aber danke, danke, danke. Und das nächste Mal geht's dann in die letzte Welt, Olympus Maximus. Wenn wir jetzt nicht genügend Origins Level freirubbeln, dass wir im nächsten Part noch ein paar Origins Level machen müssen. Gut, ein Origins Level im nächsten Part. Oh, 1000 Lumps, die nehme ich aber gerne. Gib her. Ja, geil, geil, geil.
Ein Kuscheltier. Dann noch 4. Das schreit nach einem Kleinling. Jop, das ist ein Kleinling. Es wäre jetzt echt noch geil, wenn ich genügend zusammenbekomme, dass ich in die letzte Welt gehen kann. Langsam. Und wie es aussieht, kriege ich das echt noch zusammen. So, wie sieht's denn aus jetzt? Noch ein Origins-Level, Alter. Gibt's im nächsten paar Jahren einen Haufen. Und was haben wir sonst noch? Ein Kuscheltier. Gut, von mir aus. Dann hätten wir jetzt alle, dann geht's jetzt zu den Kuscheltieren. Wandert alle? Nee. Da kommt noch einer. Gut, 2 neue Kuscheltiere nehme ich gerne an. Und dann gibt es dann im nächsten Part ein paar Origins-Level. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. So wie ich. Und damit verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Und tschüss. Komm, Ram, bleib stehen vor den Origins-Ding da.